Willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, ich habe jetzt wieder Material bekommen bzw. geholt. Und hier habe ich noch meine kleine Müllecke. Es ist schon faszinierend. Man hat irgendwo eine Ecke frei, die man nicht richtig nutzt, und man erkennt es einfach daran, dass sich da der Müll sammelt. Wie jetzt hier bei mir. In der Ecke bin ich nie, also sammelt sich hier der Müll. Okay, also ich werde mal heute hier ein bisschen aufräumen, vor allem das Zeug hier verstauen, und dafür hatte ich schon mal was gebaut. Ich verlinke es dann hier oben. Okay, ich weiß, die Videos dazu waren ein bisschen lang, aber wollte euch im Detail zeigen, was es für eine Arbeit ist, was es für ein Aufwand ist, die Dinger zu bauen. Wie immer halt eigentlich. Ich habe uns die wieder aus meiner alten Workshop besorgt, und da kommt auch das andere Material her. Zum Großteil. Ja, es sind auch wieder viele Paletten dabei. Und die Dinger möchte ich heute gerne nicht an der Wand montieren, weil die hält nichts aus, da ist noch Rigips. Aber oben an der Decke. Natürlich werde ich die Regale hier nicht komplett voll machen, denn die hängen oder werden jetzt nur an zwei Schrauben dran hängen. Aber ich glaube, das brauche ich drin auch nicht. Hauptsächlich habe ich das Zeug vom Boden weg und schön unter der Decke. Akfenier kann ich euch nicht ranbringen, denn ich habe nichts mehr, wo ich die Kamera dran festmachen kann. Ich habe jetzt hier noch die kleine Besonderheit, dass hier eine Leitung dran ist. Muss ein bisschen Abstand halten. Hier sind jetzt meine zwei Löcher. Die werde ich jetzt im Balken noch vorbauen mit knappen 4 mm.
Ja, wie man jetzt noch sieht, ich habe hier einen leichten Abstand zur Wand. Auf der Rückseite will ich hinten noch ein Brettchen machen. Und ich hatte jetzt noch solche Bretter rumstehen, die haben hier schon eine Leiste dran. Also das heißt, ich habe hier schon mal 2,5 cm wieder mehr, beziehungsweise näher an der Wand dran. Und ich habe quasi jetzt hier 5 cm, wo ich die Regale unten miteinander verbinden kann. Und wenn man sich die genauer anguckt, hängt die nicht allzu gerade jetzt. Die beiden oben sind leicht verdreht. Ich konnte es ein bisschen ausgleichen, aber so wirklich gerade hängen sie nicht. Und wenn ich die jetzt einfach unten miteinander ein bisschen verbinde, dann denke ich mal, haben die ein bisschen mehr Stabilität. Ich könnte sie später dann noch untereinander aussteifen, aber das war dann zu viel des Guten. Jetzt werde ich jetzt erstmal die Leiste unten festmachen, die Regale miteinander verbinden, dass sich die gegenseitig oder zueinander nicht bewegen können. Und dann muss ich gucken, was ich da hinten reinmache. Ich hoffe, das Ganze hält, aber ich denke mir, es geht gut. Hoffentlich. Ich werde nicht mehr reinladen, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter aufräumen.
Teilen, liken, kommentieren, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal dann.